das ist gut, denke ich, wenn in der Gemeinde so Leben ist. Wenn das totenstill wäre, dann müssten wir festlegen, wer als letztes Licht ausmacht. Aber so, wenn junge Leute da sind, Kinder da sind, dann dürfen wir einfach mit Gottes Gnade optimistisch in die Zukunft schauen und dürfen gespannt sein, was Gott hier in Lengenfeld alles noch bauen wird. Wie gesagt, heute ist die letzte Runde in dieser Reihe. Ich höre auf mit Vergleichen. Und ihr seht hier an den Bildschirmen schon ein Zitat von Georg Müller, das auch so ein Stück der Zielgedanke dieses Gottesdienstes ist, wo Georg Müller irgendwann gesagt hat, die geistliche Kraft in unserem Leben steht in einem genauen oder direkten Verhältnis zu dem Platz, den Gottes Wort, die Bibel, in unserem Leben, in unseren Gedanken einnimmt. Also sagt er, je näher ich an der Bibel dran bin, je intensiver ich die Bibel studiere, umso mehr wird die Kraft Gottes aus meinem Leben herausfließen oder in mich erstmal hineinfließen. Es gibt, wenn wir die Bibel anschauen, eigentlich ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel. Das geht bei Adam und Eva los und geht mit uns weiter und wird auch nach uns nicht aufhören. Das ist der, dass Jesus Christus Heil macht. Er ist gekommen als jemand, der wiederherstellen will, der Beziehungen wiederherstellen will, der gesund machen will. Und der Teufel erweist sich in dieser ganzen Zeit als jemand, der immer zerstören will. Das ging bei Adam und Eva los. Nun ist der Teufel natürlich nicht so blöd und sagt, also ich will dich mal so richtig fertig machen, ich will dich kaputt machen. Sondern er stellt das viel geschickter an, es gaukelt den Menschen was vor. Und der Mensch denkt dann, das lohnt sich. Und wenn er sich darauf eingelassen hat, merkt er, wie zerstörerisch die ganze Geschichte ist. Und vergleichen, denke ich, das ist so eine Waffe des Teufels, die immer wieder mit Erfolg einsetzt, um Menschen, mich persönlich zu zerstören, aber auch um Beziehungen zueinander zu zerstören. Und mit Vergleichen bringt der Teufel Unzufriedenheit in mein Herz hinein. Er raubt mir die Freude, zerstört mein Selbstwertgefühl und macht Beziehungen zu anderen kaputt. Jesus dagegen gibt den Frieden, so lesen wir im Neuen Testament, der allen Verstand übersteigt. Er gibt Freude und er gibt mir Selbstwertgefühl. Er sagt mir, wer ich in Christus bin. Und das darf mir auch zu einem freudigen Ja zu meinem Leben führen. Und er macht auch Beziehungen wieder heil. Und ich denke, das funktioniert nicht so einfach, dass wir mit diesem Thema aufhören und dann ist es erledigt. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Raucher. Jemand, der nicht raucht, der kann leicht einem Raucher sagen, hör doch einfach auf. Und jeder Raucher weiß, das geht nicht so leicht. Und ich denke, ganz ähnlich ist das hier. Das würde nicht funktionieren, wenn wir uns heute vornehmen, ich höre auf mit Vergleichen. Sondern es geht eher darum, einen zerstörerischen Weg des Vergleichens zu verlassen und einen anderen Weg zu gehen. Eine Kurskorrektur vorzunehmen. Ich denke, es gibt zwei Arten von Vergleichen. Die einen von außen, dass mich andere mit anderen vergleichen. Oder von innen, dass ich mich mit anderen vergleiche. Das Vergleichen von außen, das begegnet uns ja schon sehr früh. Da geht es schon los, dass jemand sagt, hast du schon mal gesehen, wie schön der sein Zimmer aufräumt? Ohne dass du was zu dir sagst, merkst du, bei dir sieht es aus wie Bombe wahrscheinlich. Oder jemand sagt, ach, guck nochmal, wie fein die schon essen kann. Da hörst du in deinem inneren Ohr, ich esse wahrscheinlich wie so ein Tier, was eine Steckdose vorne dran hat. Oder in der Schule sagt der Lehrer, Hans Herbert, du hast eine wunderbare Arbeit geschrieben, super. Und ohne dass der Lehrer zu mir etwas sagt, merke ich, meine Arbeit war bestenfalls halb super. Und die Reaktion könnte ich sein, dass wir jetzt den Hans Herbert als Streber bezeichnen und anfangen, ihn zu mobben, ihn zu quälen, obwohl der überhaupt nichts dafür kann. Der kann ja nicht dafür, dass er fleißig gelernt hat. Doch, der kann schon dafür, dass er fleißig gelernt hat. Dann müsste er einfach aufhören mit Lernen. Ihr versteht, was ich damit meine. Er kann nichts dafür und wird trotzdem gemobbt. Es gibt natürlich auch Vergleichen im positiven Sinne. Es kann ja sein, dass du merkst, Mensch, mein Schulkollege, dem eigentlich das Lernen schwerer fällt, der strengt sich an und der hat jetzt tatsächlich auch das Abi noch geschafft. Das mich auch selber herausfordert, nicht um besser zu werden als er, aber sagt, Mensch, ich möchte auch mein Potenzial ausschöpfen,
um einfach bessere Chancen später zu haben. Oder vielleicht auch in Situationen, wo wir negativ unterwegs sind, dass wir dann mal gucken, Mensch, der mein Nachbar, denn seine Frau, die ist todkrank, uns geht es da eigentlich gut, ich kann da eigentlich dankbar sein. Also es gibt durchaus auch Vergleichssituationen, die uns helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich möchte mich aber heute, oder wir wollen uns heute gemeinsam mit diesen zerstörerischen Vergleichen beschäftigen und versuchen, einen Weg zu finden, wie kann ich davon wegkommen. Und es gibt da viele Dinge, die wir vergleichen können. Wir haben das vorhin an den Bildern von Christian gesehen, mit dem Besitz, ja, das bessere Auto, dann möchte ich mir ein neues kaufen, oder Klamotten, oder Einkommen, oder das Aussehen, oder auch Leistung und Umstände. Ich möchte uns eine Geschichte erzählen, das ist eigentlich keine Geschichte, habe ich wirklich erlebt. Ich arbeite hier in der Behindertenwerkstatt und habe in meiner Gruppe eine junge Frau, die wird demnächst 40 und die ist als Zwillingsschwester geboren. Und die hat mir die Geschichte schon mehrmals erzählt und hat sie erzählt, also sie ist schon im Mutterleib benachteiligt worden. Ihre Schwester, die hat den größeren Platz vorne, hat die für sich beansprucht. Und sie lag irgendwo, so hat es ihre Mutter später erzählt, ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Sie lag da irgendwo an der Seite, bei der rechten Niere und war immer eingeengt. Und dann kam noch dazu, dass die Schwester es mit der Geburt sehr eilig hatte und sie eigentlich keine Zeit hatte, sich vollständig zu entwickeln und musste deswegen dann gleich in den Brutkasten. Nach wenigen Jahren mussten beide in ein Heim, weil die Mutter es nicht mehr geschafft hat. Und ihre Schwester, die wurde später adoptiert, kam in eine Familie, konnte die Schule ordentlich besuchen, konnte einen Beruf lernen. Und sie blieb zurück und fühlte sich als zweite Wahl. Sie wurde nicht ausgewählt. Vom Leben beschissen, immer nur zweiter Sieger, auf der Strecke geblieben. Das ist so ein Stück des Lebens, Zwischenergebnis von ihr. Wir haben jetzt auch lange geredet und ich habe versucht, da deutlich zu machen, dass auch in ihrem Leben Gutes ist, dass sie in einem sozialen Netzwerk drin ist und dass sie einen tollen Freund hat und einfach einer tollen Wohngemeinschaft ist. Ich glaube, das hilft ihr ein bisschen, aber dieses Bild macht deutlich, wie wir einfach ein ganzes Leben uns ein Stück auch vermiesen können, wenn wir immer das sagen, ich wurde betrogen. Und auch in der Bibel finden wir ja Vergleichsgeschichten. Ich denke, das Paradebeispiel ist das von Saul und David. Als sie vom Krieg zurückkommen, kommen die Frauen, die Sänger und singen dann, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Und das gefällt dem Saul natürlich besonders gut, dass er so einen tollen Nachnedeln, gefällt es überhaupt nicht. Und er gerät außer sich, er wird zornig. Oder auch im Neuen Testament Petrus und Johannes. Jesus erklärt Petrus, wie es mit seinem Leben weitergehen wird, dass er irgendwann als Märtyrer sterben wird. Und dann fragt er Petrus, und Herr, was wird denn mit dem Johannes? Und da sagt Jesus, lass das mal meine Sorge sein. Kümmer du dich um dein Leben. Ich habe mich gefragt, warum hasst Gott Vergleiche? Ich denke, eine erste Antwort ist, Gott schafft nur Originale. Und wer schon mal mit Künstlern zu tun hat, die Originale schaffen, da weiß man, die kann man nicht eins zu eins vergleichen. Da kennt man zwar im Prinzip einen Kunststil, den der Künstler verwirklicht, aber man kann die nicht vergleichen. Jeder ist einmalig, einzigartig. Und ich denke, das trifft auch auf uns Menschen zu, dass wir von Gott mit unendlicher Liebe, mit einer großen Kreativität geschaffen sind. Gott hat alles in dich hineingelegt. Er hat bei dir wirklich alles gegeben. Und das kann man nicht vergleichen. Du bist ein einzigartiges Original. Warum hasst Gott Vergleichen? Weil das Vergleichen der Tod der eigenen Zufriedenheit ist. Vergleich, Paulus schreibt mal in 2. Korinther 10, Vers 12, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Welche Dummheit. Ich denke, das ist wirklich dumm. Paulus sagt, es gibt solche Menschen, die sich ständig damit beschäftigen, besser zu sein als der Nachbar, als der andere. Und Vergleichen tötet zum Beispiel die Freude.
und ich werde unzufrieden und fühle mich als Verlierer. Mein Nachbar wird dieses Jahr auch 60 und habe den Eindruck, er geht dann auch bald in Rente. Dann könnte ich neidisch werden und sagen, der hat bestimmt in seiner Selbstständigkeit die Leute auch beschissen. Deshalb kann der sich das leisten. Und das macht mich selber unzufrieden, weil ich noch weiter wackeln muss. Und das vergiftet zum anderen auch das Verhältnis zu meinem Nachbarn, weil das immer in mir drin ist. Der hat bestimmt Betrug gemacht. Aber wisst ihr was, das ändert nichts an meiner Situation. Wenn ich mich darüber ärgere, dann muss ich trotzdem weiter wackeln. Also ist das eigentlich Blödsinn, so zu denken. Und trotzdem machen wir Menschen das. Trotzdem machen wir das so. Ich könnte aber auch dankbar sein, dass ich im antiken Alter von Mitte 50 noch meine Arbeit gefunden habe, die mich zum einen ausfüllt, die mir Freude macht, und die mich zum anderen körperlich nicht so sehr fordert, dass ich dort, wenn Gott Gnade gibt, tatsächlich bis 65 wackeln kann. Und das Ergebnis von diesem Denken, das ist ein völlig anderes. Das Verhältnis zu meinem Nachbarn, das bleibt intakt. Ich kann ihn nach wie vor freundlich grüßen und mit ihm Schwatz machen, auch wenn er mit 60 in Rente gehen würde. Und die Freude in meinem Herzen, die geht nicht verloren. Merkt ihr den Unterschied von diesen beiden Denkweisen? Wie unterschiedlich wir unterwegs sein können? Vergleichen raubt die Bedeutung. Da geht es uns wie der Kollegin aus meiner Gruppe und denkt, ich bin nichts wert. Ich bin nur ein Versager. Ich bin nur zweite Wahl. Und das Selbstbewusstsein geht flöten. Vergleichen zerstört Beziehungen. Ich gehe dann vielleicht auf Distanz zu meinem Nachbarn, verliere selbst die Freude und werde einsam. Das macht mich einsam. Vergleichen führt vielleicht auch dazu, dass du verpassten Chancen nachtraust, dass du sagst, hätte ich nur damals diesen Abschluss gemacht, hätte ich damals nur nicht schnell die Schule aufgegeben, voreilig. Und es kann tatsächlich sein, dass du vielleicht Chancen verpasst hast, dass es tatsächlich besser gewesen wäre, wenn du den Abschluss noch gemacht hättest. Ich denke, wenn man in so einer Situation ist, dann kann man auch mit Gott sprechen, vielleicht auch mit dem Seelsorger, dass wir aufarbeiten, um auch über so eine Situation, wo man tatsächlich eine falsche Entscheidung vielleicht getroffen hat, Frieden zu finden, aber wieder die Freude zu finden, trotz dieser verpassten Chance. Warum hasst Gott Vergleichen? Weil es Tür und Tor öffnet für Unzufriedenheit und Misstrauen gegen andere Menschen schafft. Und auch Gott gegenüber fühle ich mich emotional immer im Minus, fühle ich mich ständig benachteiligt. Vergleichen macht stolz. Das sehen wir in der Geschichte des Pharisäers und des Zöllners im Tempel. Lukas 18 steht, der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da hinten. Ich faste zweimal in der Woche, begehe keinen Ehebruch, ich betrüge niemanden und ich gebe regelmäßig den Zehnten. Da muss man fragen, was hat dieser Theologe von Jesus verstanden? Man kann eigentlich so sagen, der hat nichts verstanden, gar nichts. Darum geht es Jesus überhaupt nicht. Tut er sich selber mit diesem Gebet etwas Gutes? Nein. Die Frage, freut sich Jesus darüber, die erübrigt sich fast auch nicht, mit Sicherheit nicht. Baut dieses Gebet Brücken zu anderen Menschen? Nein, im Gegenteil, es zerstört die letzten Brücken. Vergleichen erzeugt in mir eigentlich nur einen positiven Effekt, wenn ich jemanden finde, der an irgendeiner Stelle schlechter ist oder weniger hat oder dessen Auto vielleicht schon ein paar Jahre älter ist. Dann empfinde ich Genugtuung, vielleicht sogar Stolz und Verachtung, dass der von der Karre fährt. Kann sich nichts Besseres leisten. Also wenn ich über diesen Weg Vergleichen Erfolg haben will, dann brauche ich ein Opfer, dann brauche ich ein Feindbild. Und das ist, wenn man sowas schon erreicht hat, kein wirklicher Schatz. Zum einen ist man nie in allen Bereichen besser und zum anderen besteht immer die Gefahr, dass jemand um die Ecke kommt, der wieder besser ist als ich. Dann habe ich das Problem wieder von vorne und dann ist meine Zufriedenheit wieder im Eimer.
Vergleichen macht eifersüchtig, neidisch und zornig. 1. Samuel 18, dort wird die Geschichte von Saul und David berichtet. Und dort heißt es in Vers 6 bis 9, als das Heer nach dem Sieg Davids über die Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude, spielten auf Tamburinen und Zimbeln und sie sangen, Saul hat 1000 getötet, aber David 10.000. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte, sie sagen, David hat 10.000 getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Möglicherweise war es vielleicht unklug von den Leuten, sie ziehen ja Saul entgegen, so ein Lied zu singen. Das bewertet aber die Bibel überhaupt nicht. Aber ich habe mir vorgestellt, wenn wir vielleicht zu einer Jahresversammlung dann auch ein Lied anstimmen und sagen, der Chef hat für 500.000 Euro Umsatz gesorgt, aber der Produktionsleiter, der hat 5 Millionen erreicht. Da wäre bestimmt auch dann Druck auf den Kessel. Ja. Feuer unterm Dach. Und das wäre für schlechte Stimmung. Also so kann man das den Saul ein Stück verstehen in seinem Denken. Aber leider entscheidet er sich für den falschen Weg. Vergleichen macht eifersüchtig auf Gottes Geschenke im Leben eines anderen. Vergleichen macht mich eifersüchtig auf die Geschenke im Leben eines anderen und macht mich blind für die Segnungen, für die Geschenke, die ich selber empfangen habe. Das nehme ich gar nicht mehr wahr, das sehe ich gar nicht mehr. Eigentlich hätte der Saul froh und dankbar sein können, so einen Mann in seinen Reihen zu haben, so einen Nachfolger zu haben. Das macht es doch eigentlich leicht, die Verantwortung abzugeben. Das macht es auch doch leicht, dran zu denken, irgendwann kann ich mich entspannt zur Ruhe setzen, weil da jemand ist, der von Gott beschenkt ist und der das gut und vielleicht sogar noch besser als ich weiterführen kann. Viele heute sehnen sich ja nach Nachfolgern. Handwerksbetriebe ringen händeringend nach Leuten, die gut sind, die vielleicht sogar besser sind als sie, damit der Laden weiterläuft. Ich denke, in manchen Arbeitsbereichen in der Gemeinde ist das so, dass man sich eigentlich danach sehnt, jemanden zu finden, die das weiterführen, die Gott abschenkt und die dann da einsteigen können. Wenn wir im Vergleich mit anderen das Nachsehen haben, dann entstehen sehr schnell negative Gefühle und auch negative Reaktionen in Worten und Taten. Wenn wir vergleichen, dann sagen wir indirekt, Gott bevorzugt andere und mich benachteiligt er. Das würden wir vielleicht nie so aussprechen, aber unser Verhalten, unser Denken, denke ich, sagt genau das. Gott bevorzugt andere. Warum immer der? Warum immer die? Und warum bin ich immer benachteiligt? Vergleichen, gekoppelt dann mit Neid und auch Eifersucht, ist ein Zeichen, wie ich über Gott denke. Oder wie mein Verhältnis aktuell zu Gott ist. Wenn ich über Gott so denke, Gott benachteiligt mich, ein anderer bevorzugt er. Und ich genau denke, an diesem Punkt liegt der Schlüssel, wie wir aus diesen Vergleichen rauskommen. Wie wir befreit werden, wie wir wieder selbstbewusst werden können und auch zufrieden leben können. Nämlich, dass ich neu verstehe, wer Gott ist. Dass ich neu verstehe aus seinem Wort, und vielleicht aus Gesprächen mit anderen, wie Gott ist und wie er mich sieht. Ich glaube, ohne das neu zu verstehen, wird es keine Änderung geben, keine grundlegende Änderung jedenfalls. Was also tun? Wie kann ich das ändern? Ich hatte schon am Anfang gesagt, es ist nicht hilfreich, uns gegenseitig zuzurufen oder an uns zu appellieren. Hör einfach auf mit diesem negativen Denken. Das wird nicht funktionieren, beziehungsweise vielleicht für wenige Stunden, wenn du Glück hast, vielleicht für ein paar Tage. Sondern es geht darum, dass wir einen falschen Weg, ein falsches Denken verlassen, das mich zerstört, das andere zerstört, das mich runterzieht und einen neuen Weg einschlagen, ein neues Denken denken, das mich heil macht und das auch Beziehungen wieder heil macht. Und da muss ich zum einen erkennen meine Situation. Ich muss das
einfach mal bewusst machen, ich bin tatsächlich auf so einem Weg des Vergleichens unterwegs. Und ich merke, dass mir das nicht gut tut und auch den anderen nicht. Und ich muss diesen Ausweg erkennen. Und dann muss ich diesen Ausweg nicht nur erkennen, sondern muss es auch wollen. Ich muss diesen Weg gehen wollen und dann auch tatsächlich tun. Ein erster Punkt auf diesem Weg könnte sein, erkenne, was du hast. Wieder ein Vers von Paulus dazu aus Philipper 4, die Verse 11 bis 13. Dort schreibt Paulus, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen und einen leeren Magen haben. Ich kann Überfluss erleben und Mangel leiden. Denn alles ist nur möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Was macht den Wert des Paulus aus? Ist es Besitz, der den Wert des Paulus ausmacht? Nein. Er schreibt, viel oder zu wenig zu haben, das hat an meinem Lebensfundament nichts geändert. Viel oder wenig zu haben, das hat an meinem Selbstbewusstsein nichts geändert. Und viel oder wenig zu haben, das hat auch an meinen Beziehungen zu anderen nichts geändert. Es ist bei Paulus der Genuss, dass er sich über den Genuss definiert. Nein, ob ich nun bei Hochzeiten mir mal so richtig den Bauch vollhaue oder mit Gefängniskost zufrieden sein musste, das hat an meinem Selbstbewusstsein nichts geändert. Das hat auch an meinen Beziehungen nichts geändert. Und die Frage, was ist der Knackpunkt? Und Paulus sagt es ja selber, Christus und die Kraft, die er gibt. Christus auf dem Fundament, auf dem ich stehe und die Kraft, die er gibt. Er freut sich mit mir, wenn mir die Tafel so richtig gedeckt ist. Aber er ist auch bei mir und tröstet mich, wenn nur Wasser und Brot zur Verfügung steht. Zu verinnerlichen, wer bin ich in Jesus, daraus erwächst die Kraft, auch solche Situationen durchzustehen. Mit der Jesusbrille sehe ich plötzlich viele Dinge, die ich habe, die Gott auch in mein Leben hineingelegt hat. Und ich darf sogar dankbar werden in Dinge, die ich bei anderen entdecke. Ich darf mich freuen. Gott, danke, dass wir solche Leute auch in der Gemeinde haben oder dass ich solche Leute auch im Hauskreis haben darf oder auch in der Familie oder als meine Freunde. Ein weiterer Punkt, erkenne, wer du bist. Erkenne, wer du hast. Das erste, erkenne, wer du bist. Epheser 2, Vers 10, dort schreibt Paulus, ich habe das mal in die Ich-Version umgeschrieben, denn ich bin ein Geschöpf Gottes. Er hat mich in Jesus Christus neu geschaffen, damit ich zu guten Taten fähig bin, wie er es für mein Leben schon immer vorgesehen hat. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich denke, wenn wir das ganz neu verstehen, dann macht es uns ein Stück dankbar. Ich bin von Gott gewollt, so wie ich bin. Gott hat sich das bewusst so ausgedacht. Oder Psalm 139, dort heißt es in Vers 13 folgende, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Ich denke, wenn man so ein Dankgebet mal wirklich spricht, danke Gott, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast, dann wird manches von diesem negativen Denken an Größe verlieren, wird schmelzen wie so ein Eisberg in der Sonne. Danke Gott, dass ich herrlich und ausgezeichnet gemacht bin. Wir schielen leider manchmal auf das, was andere haben und vergessen dabei, wie reich und einzigartig wir in Gott sind. Wer das nicht will, der muss seinen Blick ganz bewusst auf Jesus richten und auf das, was er in dein Leben hineingelegt hat. Und dann kann mein Herz wieder frei atmen. Dann dürfen Beziehungen auch wieder heil werden. Erstes wäre hier von Gott geliebt. In 1. Johannes 3, Vers 1, dort heißt es, seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für mich hat, denn er erlaubt, dass ich sein Kind werde, genannt werde. Du bist von Gott geliebt und er nennt dich sein Kind. Du bist Kind Gottes, du bist nicht Knecht oder Mitarbeiter oder Gesandter oder was weiß ich, du bist Kind Gottes. Oder ich bin beschenkt durch Jesus, Epheser 1, Vers 6. Deshalb lobe ich Gott für die herrliche Gnade, mit der er mich durch Jesus Christus so reich beschenkt hat.
Das muss man auch mal verstehen. Gott hat mich beschenkt aus seiner Fülle. Er hat nicht nur wenig gegeben, er hat die Fülle mir gegeben. Ich bin ein Teil des Leibes Christi. 1. Korinther 12, Vers 27. Dort heißt es, so bildest du gemeinsam mit vielen anderen den Leib von Christus. Du gehörst als ein Teil dazu. Gehörst du diesem Leib Christi dazu. Ich bin ein wichtiger Teil. Wenn jemand diesen Teil wegnehmen würde, dann würde ein Loch in der Wand, dann würde es reinziehen. Du bist nicht ein Stein, der noch draußen auf der Palette steht, die übrig geblieben sind, die man leider nimmer verwenden konnte, weil es keinen Platz mehr. Die Bibel sagt was ganz anderes. Du bist ein Teil, ein wesentlicher Teil. Ohne dich wäre die Gemeinde ein Stück ärmer. Ich bin ein Tempel, eine Wohnung Gottes, sein Geist und sein Leben wohnen in mir. Dazu 1. Korinther 3, Vers 16. Erkennst du denn nicht, dass du der Tempel Gottes bist und dass der Geist Gottes in dir wohnt? Das sagt Gott. Das wird nicht irgendwann erst geschehen. Gott wohnt in dir mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Und so eine Tatsache, die kann ich mir bewusst machen, wenn vielleicht auch gerade mal meine Gedanken negativ unterwegs sind und ich mich erbärmlich finde, dann kann ich mir sagen, aber genau in dieser erbärmlichen Hütte, Gott, willst du zu Hause sein? Willst du wohnen mit deiner ganzen Schönheit und mit deiner ganzen Kraft? Ich glaube, das wird in meinem Herzen etwas in Bewegung bringen. Das wird mein Denken verändern und erneuern. Ich bin eine Wohnung für den Heiligen Gott. Bin ich zweite Wahl, so Ausweichquartier, sondern ich bin Wohnung. Hier ist Gott zu Hause. Nähe und Gehorsam zu Gott und seinem Wort sind ein weiterer Schritt, der uns helfen kann, unser Denken zu verändern. In Psalm 119, Vers 6 schreibt der Psalmist, ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich alle deine Gebote beachte. Aus diesem Vers spricht für mich ein Stück Selbstbewusstsein dieses Psalmisten. Wenn ich Gott und sein Wort liebe, werde ich erkennen, wer Gott ist. Dann werde ich erkennen, welchen Plan er für mich hat. Und dann muss ich mich nicht verkriechen, dann muss ich mich nicht schämen. Dann darf ich als mutiges und fröhliches Gotteskind durchs Leben gehen. Und ich kann mich auch über Gutes im Leben von anderen freuen. Ich glaube, genau das war Sauls Genickbruch. Sauls Problem war, er war Gott nicht gehorsam oder eben nur teilweise gehorsam. Er bekam ja in 1. Samuel 15 den Auftrag, in dem Kampf gegen die Amalekiter den Bann zu vollstrecken. Bann hieß also alles zu töten. Und das ist schon ein Auftrag, über den kann man diskutieren, aber das hilft uns an der Stelle nicht weiter. Gott hat diesen Auftrag gegeben und für Saul gab es eigentlich nur eine Option, wenn er Gott gehorsam sein will, diesen Auftrag auszuführen. Und dann kommt Saul und seine Männer in ein Dilemma und in Vers 9 heißt es dann, Saul und seine Männer verschonten das Leben von Agag, das war der König der Amalekiter, und behielten die besten Schafe und Rinder, die fetten Kälber und Lämmer für sich ein. Überhaupt alles, was ihnen wertvoll erschien, verschonten sie. Sie töteten nur, was nutzlos und von minderer Qualität war. Und die Antwort Gottes lässt nicht lange auf sich warten. Vers 10 sagt Gott dann zu Samuel, der damals Prophet war, ich bereue, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er ist mir nicht treu gewesen und hat mir wieder nicht gehorcht. Statt Umkehr kommt Saul mit Ausreden daher. Er sagte, und das klingt ja einleuchtend, Mensch, die tollen Tiere, Herr, das wären doch Opfer, das wären doch prachtvolle Opfer. Solche Viecher findet man in Israel nicht. Wir wollten das opfern. Aber Früchte des Ungehorsams, die taugen nicht als Opfer für Gott. Früchte des Ungehorsams taugen nicht als Opfer für Gott. Und die nächste Ausrede, die Saul dann bringt, das Volk wollte das so. Ich glaube, das ist sicher hart für so einen König, diesen Befehl durchzusetzen, auch gegen die Einwände seiner Generäle, seiner Hauptleute, und zu sagen, nein, Gott hat es beauftragt und wir machen das so, wir ziehen das durch. Das ist, denke ich, nicht einfach. Aber es war sein Auftrag und seine Verantwortung,
in dem Punkt Gott gehorsam zu sein. Denn an der Stelle wird auch deutlich, dass Leiter auch vor Gott eine besondere Stellung und damit eine besondere Verantwortung haben. Das wird ja von Ältesten gesagt. Sie sind einerseits von Gott ein Stück geschützt, aber auf der anderen Seite lesen wir auch, dass sie in besonderer Weise auch zur Verantwortung gezogen werden. Sauls Ungehorsam jedenfalls war der Anfang von seinem Ende. Von nun an, als das mit diesem Lied passiert ist, gab es für ihn eigentlich nur noch ein Ziel, den Konkurrenten auszuschalten, und dem ordnete er alles unter. Fortan drehte sich sein Leben nur noch um den Gedanken, wie kann ich diesen David klein halten oder wie kann ich ihn am besten umbringen, das wäre die Endlösung, die wäre mir am liebsten. Da musst du sagen, was ist denn das für ein erbärmliches Leben? Was ist das für ein erbärmliches Leben, mit allen Phasen seines Lebens beschäftigt zu sein? Wie kann ich den, den Gott mehr beschenkt hat, klein halten oder ausschalten? Und da ist nichts mehr zu sehen in Sauls Leben von dieser großartigen Berufung zum König, wo wir lesen, dass er von äußerer Gestalt ansehnlich war und die anderen waren noch einen Kopf größer als alle anderen. Und auch von dem Reichtum, den Gott damals in sein Leben hineingelegt hat. Ich denke, dort, wo ich Gott nicht im Blick habe, Gott untreu bin, hat der Teufel allerbeste Angriffspunkte und wird diese auch gnadenlos aussetzen. Dessen dürfen wir uns gewiss sein. Und wird uns wieder in so negatives Denken hineinbringen. Und ich habe das selber auch bei mir beobachtet. Das kann man unter den Füßen haben, da dauert es oft gar nicht lang, da ist das wieder da. Und dann muss ich das wieder bewusst mit Gottes Hilfe sagen, nein, ich will das nicht. Und die Frage, wir können uns jetzt über den Saul vielleicht aufregend sagen, das war ja blöd, wie er das gemacht hat, warum hat er so reagiert? Aber wir können ja mal fragen, wie gehen wir damit im persönlichen Umfeld, im beruflichen oder vielleicht auch im gemeindlichen Umfeld damit um? Als Älterer merke ich in der Kinderarbeit, der hat so Talent, da bringt er die schwierigsten Geschichten so rüber, dass niemand quatscht. Und ich streng mich an, bin schon 50 Jahre dabei, aber bei mir funktioniert das nicht so. Dann kann man anfangen, an dem rumzukritisieren und klein zu halten. Oder aber man könnte auch sagen, Mensch, ich freue mich drüber, das ist wirklich super. Gott hat dich beschenkt. Oder ich erlebe das ja auch im Ältestenkreis, bin sehr dankbar für die jungen Ältestenkollegen oder Jüngeren, ganz jung sind sie auch nicht mehr. Da ist mancher schon viel weiter als ich. Und ich könnte auch denken, also wenn ich so biblische Themen aufarbeiten könnte und auseinanderklamüsern und einzelne Themen erstellen könnte oder wenn ich so Gespräche führen könnte, aber ich kann es nicht, ich bin nur Ältester zweiter Wahl. Dann würde das die Stimmung in der Gruppe vergiften und würde mich unzufrieden machen. Aber ich kann mich ja darüber freuen und sagen, Mensch, das macht es mir leicht, mich irgendwann auch zur Ruhe zu setzen und nicht die Angst haben zu müssen, ich muss das bis 90 machen, weil niemand da ist. Merken wir einfach den Unterschied, wie wir mit solchen Dingen umgehen können. Ich kann mich freuen und die anderen fördern, ihnen Freiraum schaffen, um das, was Gott ihnen gegeben hat, einzusetzen. Oder ich kann eben auch negativ sie klein halten, versuchen sie schlecht zu machen. Und das ist die Frage, auf welchem Weg bin ich unterwegs? Und wie gesagt, wir haben die Chance, einen anderen Weg zu gehen. Gott lädt uns ein. Und ich möchte mich und euch einladen und Mut machen, diesen neuen Weg zu gehen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von diesmal Hieronymus, der einige Jahrhunderte früher gelebt hat als der Georg Müller am Anfang, der sagt aber im Prinzip das Gleiche. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wer die Heilige Schrift nicht kennt, der kennt weder Gottes Kraft noch seine Weisheit. Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht zu kennen. Und ich möchte hinzufügen, wer Christus nicht kennt, der kennt auch sich selber eigentlich nicht. Der wird an sich selber immer rummägeln und nörgeln. Aber wer Christus kennt, der wird auch entdecken, wie reich und einzigartig mein Leben durch Jesus geworden ist. Ich möchte gern zum Schluss noch beten und bitte, dass ihr dazu aufsteht.